Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Käsedieb. Werwölfe bzw. Werwölfe von Düsterwald. Gerade Spiele, wo man auch mit mehr Personen spielen kann, die sind sehr, sehr beliebt, seit Jahren sehr beliebt. Ja, nicht unbedingt jetzt was für Kinder. Und genau da habe ich jetzt was für euch, was ich euch natürlich jetzt in diesem Video auch vorstellen will. Cheese Thief bzw. Käsedieb von Dongsu Lee erschien bei Jolly Fingers im Vertrieb von Heidelberg Games. Und genau das möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Noch ein paar Angaben. Ab 8 Jahre, zur Altersangabe später noch mehr im Fazit. 4 bis 8 Personen, ja, endlich auch mal ein Spiel, wo sehr viele Jüngere dran teilnehmen können, Jüngere und Ältere dran teilnehmen können. Und Spielzeit ist 10 Minuten, also geht recht schnell und hat auch wirklich einfache Regeln. Und genau das möchte ich euch jetzt präsentieren. Man kann das Ganze mit den Karten, mit den Würfeln und mit dem Käse ganz normal spielen. Man kann aber auch die App nutzen. Da werde ich nachher noch ein paar Infos geben, weil die App führt einen wirklich sehr gut ein in das Spielgeschehen und so braucht ein Spieler nicht unbedingt die Moderation übernehmen. So schwer ist es aber gar nicht, weil letztendlich geht es ja in dem Spiel darum, den Käsedieb zu schnappen. Und hier liegen verschiedene Karten aus und abhängig von der Spieleranzahl, nehmen wir an, wir spielen zu viert, dann gibt es diese drei Schlafkarten, das heißt diese drei und der Käsedieb gesellt sich hier darunter. Diese Karten, die werden gut gemischt und an die einzelnen Mitspieler ausgeteilt. Jeder schaut sich natürlich verdeckt seine Karte an und kennt dadurch seine Rolle, aber pst, niemandem verraten. Hinzu kommt ein Becher und ein Würfel. Das bekommt jeder. Und der Käse, der landet in der Mitte. Jetzt wird gewürfelt. Jeder Spieler würfelt und schaut sich sein Würfelergebnis an. 1 bis 6 ist möglich. Und dann bricht die Nacht herein. Ähnlich wie bei Werwölfe auch. Das heißt, alle beginnen zu schlafen. Alle haben die Augen zu. Und jeder Spieler weiß ja, zu welcher Uhrzeit, aufgrund des Würfels, er aufwachen muss. Und deswegen gibt es auch den Moderator, das heißt, die eine Person hält die Augen zu und nennt quasi die einzelnen Uhrzeiten. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter. Und deswegen gibt es auch die App und die App unterstützt das Ganze, sodass man diese Moderationsrolle auch gar nicht braucht. Ziel ist es ja, den Käsedieb herauszufinden, aber der Käse liegt ja noch vor uns. Ja, die Nacht ist ja noch nicht hereingebrochen. Und ist man am Zug und die Uhrzeit wird genannt, dann öffnet man seine Augen. Aber möglichst so und möglichst lautlos, dass es niemand merkt. Handelt es sich um den Käsedieb, das heißt, eine Person ist ja der Käsedieb, der schnappt sich den Käse. Und hält sich natürlich ganz bedeckt. Pst. Leise sein, ganz wichtig. So, das ist der Käsedieb. Ja, Moment, aber wenn der Würfel mehrere Zahlen anzeigt, dann ist ja vielleicht die andere Person auch wach. Ja, aber die darf sich nicht rühren. Das heißt, der Käsedieb sieht je nachdem ja auch, wer wach ist, aber er muss sich den Käse bedienen. Er klaut den Käse. Es gibt ja auch noch die anderen Personen mit diesem 3xZ mit dem Schlafmodus. Und die wachen ja auch irgendwann auf. Und ja, vielleicht wachen mehrere Personen auf an, dann kann man sich anzwicken kann oder anlächeln, darf aber nichts machen. Wacht man aber als schlafendes Tier quasi dann auf um die Uhrzeit und ist alleine und man ist nicht der Käsedieb, dann darf man einen Becher eines Mitspielers einfach mal aufdecken und schauen, was denn darunter ist. Aber nur, wenn man alleine ist. So, und wenn irgendwann die Uhr 6 geschlagen hat, beziehungsweise nach 6, dann wachen alle wieder gleichzeitig auf. Und dann beginnt die Abstimmung. Der Käse ist weg. Wer war der Käsedieb? Und dann darf natürlich diskutiert werden. Und letztendlich versucht man dann herauszubekommen, durch eine Abstimmung, wer denn jetzt der Käsedieb ist. Das in einer Runde zu viert, habe ich euch jetzt hier gezeigt. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten und abhängig von der Spieleranzahl, und das ist richtig gut gemacht, gibt es noch ein paar kleine Anpassungen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Sündenbock mit reinzunehmen. Das heißt, wenn ein Spieler eine solche Karte vor sich hat, dann versucht er möglichst alle Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Er möchte unbedingt hier diese Abstimmung gewinnen. Ja gut, wenn man es natürlich so offensichtlich macht, dann wählt einen keinen Spieler, weil letztendlich, wenn man die meisten Stimmen hat, dann hat der Sündenbock gewonnen. Also man muss schon ein bisschen damit umgehen. Aber auch bei mehr Personen, dann kann sein, dass der Käsedieb noch einen Komplizen dazu bekommt, was die Abstimmung angeht. Also merkt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten und das von 4 bis 8 Personen.
Und wie gerade angesprochen, gibt es das natürlich auch als kostenlose App. Ich wähle jetzt einfach mal 3 aus, beziehungsweise die 4, das ist der Käsedieb. Das habe ich eingegeben und klicke auf OK. Jetzt beginnt die Nachtphase und wir müssen alle schlafen gehen. Alle Spieler schließen bitte ihre Augen, ohne heimlich zu gucken. Es ist jetzt 1 Uhr morgens. Alle, die eine 1 gewürfelt haben, öffnen ihre Augen und führen jetzt ihre Aktion aus. 10, 9, 8. Ich denke, als kleiner Eindruck reicht das auf jeden Fall aus. So, und jetzt braucht ihr quasi die Moderation nicht zu übernehmen. Ihr könnt es jetzt nutzen mit App, ihr müsst es aber nicht. Ich wollte es euch aber zeigen, weil da so ein Medium unterstützt das Ganze ja durchaus sinnvoll. Und so versucht man natürlich am Ende, ja, den Käsedieb herauszufinden und dadurch je nachdem auch, je nach Rolle, wo man hat, das Spiel zu gewinnen. Das war kurz und knackig die Vorstellung von Käsedieb, aber ich glaube, die meisten von euch wissen jetzt, ob das Spiel was für euch ist. Ich habe jetzt auch mit der Videovorstellung ein bisschen gewartet, weil je nach Zeitpunkt des Videos ist es ein bisschen schwierig, das Ganze mit 4 bis 8 Personen zu spielen. Es ist ein Spiel, was offiziell angegeben ist ab 8 Jahre, aber das können auch Jüngere super spielen. Ansonsten lernt man da den Umgang und versucht mal 10 Minuten Ruhe und Stille zu halten. Das ist wirklich spaßig und deswegen 8 Jahre, aber auch durchaus was für Jüngere. Und 4 bis 8 Personen und genau deswegen habe ich gewartet. Klar, man muss mindestens zu 4 sein. Es funktioniert aber auch schon zu 4 sehr gut. Mit umso mehr Spielern, desto mehr Spaß. Haben wir in verschiedenen Gruppen ausprobiert und es macht wirklich Spaß. Und gerade weil man abhängig von der Spieleranzahl noch ein paar Kleinigkeiten ändern muss, perfekt für die Spieleranzahl, ist es wirklich ein gelungenes, schönes Spiel für größere Gruppen oder für mehr Personen, so muss ich es auf jeden Fall sagen, was gerade mal 10 Minuten geht. Und gerade wenn man es mit Jüngeren spielt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt das Sitzfleisch haben und lange auf Sitzen bleiben, die haben hier pure Unterhaltung und das spielt man auch nur einmal, mehrmals, beziehungsweise einmal, dann ist die Partie zu Ende, aber man spielt es mehrmals hintereinander, weil es einfach so lustig ist und kam bisher in all den Runden wirklich sehr gut an. Und genau deswegen habe ich auch den Verweis gemacht auf Werwölfe. Klar, Werwölfe kann man auch klassisch spielen, mit den Dorfbewohnern, mit den Werwölfen. Es gibt natürlich viele Charaktere, aber das ist vielleicht dem einen oder anderen Kind zu düster, was natürlich auch das Thema dann angeht, aber auch vielleicht zu schwierig. Und das ist jetzt wirklich ein toller Kompromiss und eine tolle Möglichkeit, dass man es auch mit Jüngeren absolvieren kann. Und deswegen ist Zielgruppe hier dann doch eher die Jüngeren, 7-, 8-Jährige, perfektes Alter für so ein Spiel, gegebenenfalls sogar noch einen Tick drunter. Aber das hängt natürlich von der Entwicklung des Kindes ab. Kann man auch super in der Familie dann spielen mit Jüngeren. Probiert es einfach mal aus. Käsedieb, ich weiß nicht, ob man es überall im Handel bekommt. Ihr müsst mal schauen über die unten genannten Links. Ansonsten Jolly Finkers, beziehungsweise im Vertrieb über Heidelberg Games. Da bekommt ihr auf jeden Fall dieses Spiel. Das waren alle Infos zu Käsedieb. Ihr habt gemerkt, eine klare Empfehlung. Ein Spiel, was ja mich von Werwölfe schon seit Jahren begleitet und jetzt mit Jüngeren abgelöst wird quasi durch Käsedieb, weil das gerade süßer und schöner gemacht ist, wenn man es mit Jüngeren spielt. Ja, jetzt habe ich mich wiederholt, aber ich glaube, das meiste wisst ihr. Und ihr wisst hoffentlich auch, ob das was für euch ist. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.